Georgien. Ein Land im weiten Kaukasus, an der Grenze zwischen Europa und Asien. Tiflis ist die Hauptstadt Georgiens, in der das Tagesheim für Erwachsene mit intellektuellen Behinderungen angesiedelt ist. Die Organisation wurde vor über 25 Jahren gegründet, unter anderem mit Hilfe aus Deutschland, wo auch unsere Mitarbeitende in verschiedenen deutschen Tagesheimen ausgebildet wurden. Die therapeutische Arbeit in Tiflis basiert auf der anthroposophischen Menschenkunde von Rudolf Steiner. Die Betreuten, die jeden Tag Sozialtherapie in verschiedenen Werkstätten erhalten, sind bereits in der Weihnachtsstimmung. Sie arbeiten fleißig, um Sachen für die Weihnachtsmärkte anzufertigen. Es werden Kerzen gegossen, Grußkarten geschmückt, Holzspielzeug, Bilderrahmen und Puzzle angefertigt. An unseren Betreuten erkennen wir, wie sehr ihnen der sozialtherapeutische Ansatz dient. Im Hause ist jeder und jeder beschäftigt und bemüht sich, nach eigenen Fähigkeiten an den Produkten zu arbeiten, die jemandem zu Weihnachten Freude bringen können. Trotz der weihnachtlichen Stimmung sind wir besorgt über die Zukunft von Elena, Giga, Sascha, Katie, Buba und 50 weiteren Betreuten, die täglich ins Tagesheim kommen. In Georgien gibt es keine staatlichen Finanzierung für Einrichtungen wie das Tagesheim. Es gibt weder ein offenes Ohr noch Anerkennung von Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen. Sie leben immer noch in Ausgrenzung und Armut. Das, was die Organisation aus dem Verkauf der Holzbretter, Hefte, Lampen, Kerzen und anderen Produkten erwirtschaften kann, ist bei weitem nicht ausreichend, um die Sozialtherapie für unsere Betreuten zu finanzieren. Deswegen sind wir auf externe Unterstützung angewiesen. Erinnern Sie sich noch daran, als Sie sich hoffnungslos und einsam gefühlt haben? So fühlen sich Elena, Guga, Katie, Sascha, Buba und alle anderen Menschen mit intellektueller Behinderung in Georgien. Unser Tagesheim bietet dazu eine Alternative. Ein sinnvolles Leben in einer Gemeinschaft von Menschen, die sich umeinander kümmern und die sich gegenseitig unterstützen. Wir glauben, dass jede und jeder mit den eigenen unterschiedlichen Fähigkeiten ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist und auch dazu beitragen kann. Glauben Sie auch daran? Vielleicht klingt das irritierend oder Sie fragen sich eher, naja, wie konkret kann ich heute helfen? Was kann ich tun an der Stelle, heute, um die Realität der Menschen mit Behinderungen in Georgien zu verändern? Sie können heute helfen. Sie können heute Elena, Guga, Katie, Sascha und Buba unterstützen. Spenden Sie 10 Euro, damit die therapeutische Arbeit im Tagesheim weiter angeboten werden kann. Sie können das Tagesheim über das deutsche Spendenkonto bei Freunden der Erziehungskunst e.V. unterstützen oder direkt über das georgische Spendenkonto des Vereins in Tiflis.